Tritra Trolala. Ich gebe mir gleich wieder noch einen, bevor es mir auf der Seele brennt und irgendwie nicht mehr auszuhalten ist. Wie soll ich sagen? Andere Thema mal. Ich gebe euch mal den Harald Lesch hier, den Alles-Besser-Wisser zu jedem Thema. Nicht ganz. Aber hier die Afghanen. Bei den Afghanen und allen, die dazu heute was gesagt haben. Da hatte ich irgendwie das Gefühl, das ist jetzt echt nicht mehr wahr, das ist Realsatire. Ich meine, heute war eh ein Kommentar, ihm wäre das erste Mal im Leben die Kinnlade auf den Tisch geknallt. Und ich sage, das passiert mir also jede Woche mindestens einmal. Da auch wieder. Das ist doch Realsatire, wie sie jetzt alle den Erstaunten tun, dass die Taliban wieder zurückgekommen sind. Ich weiß nicht, was die für Berater und Geheimdienste haben. Das ist alles komplett rausgeschmissene Geld. Hätten sie sich komplett sparen können. Okay, ich meine, ich verlinke euch mal einen Beitrag, den der ZDF schon im Februar diesen Jahres gebracht hat. Ja. Da ist also eine ganz klare Ansage der Taliban zu hören. Verpisst euch mal, ansonsten versohlen wir euch den Arsch. Und das haben die Amis halt gemacht. Und jetzt haben sie gedacht, die sollen sich verbissen, damit ihre Marionettenregierung da weiter irgendwie im Amt bleiben kann und das halbe Land regiert oder irgendwie. Wie haben sich die Taliban das gedacht? Hatten sie da vorher mal drüber irgendwie gegrübelt? Dass das doch die logische Konsequenz ist, wenn die 20 Jahre mit modernster Technik das nicht schaffen, die unter Kontrolle zu halten und das Land da zu erobern. Dann ist doch wohl klar, dass diese Kollaborateursarmee, was sie ja nichts anderes war, was die da aufgebaut haben, diese Marionettenregierung und diese Kollaborateursarmee. Ich meine, die haben ja alle nur im Sinn gehabt, oh, ich will nicht von den Amerikanern erschossen werden, deshalb mache ich mal lieber da mit. Und jetzt denken sie genau dasselbe, ich will nicht von den Taliban erschossen werden, deshalb mache ich da mal lieber gleich mit. Priorität ist halt, nicht erschossen zu werden. Wofür ich vollste Verständnis habe. Ja, aber dass sich unsere politischen Führer und geistigen Größen, Geheimdienste und Thinktanks dit nicht hätten vorher denken können, das glaubt doch jetzt hoffentlich niemand. Das glaubt doch hoffentlich niemand. Die wussten doch ganz genau, was abgeht. Und sind da mindestens so planlos abgerückt. Am besten finde ich jetzt, dass sich von Merkel bis dieser kleine Zwerg da alle hinstellen und sagen, wir müssten daraus was lernen. Na also ich sag mal nur, ihr habt da überhaupt ja nichts draus gelernt, weil die nächste Fregatte ist doch schon unterwegs mit einem amerikanischen Flugzeugträger im südchinesischen Meer irgendwie Präsenz und Stärke demonstrieren. Ihr habt überhaupt nichts gelernt, ansonsten würde diese Fregatte sofort umdrehen und sagen, ich habe da ja nichts zu suchen und die Amerikaner sind mir mal auch scheißegal, die sollen mal da alleine rumfahren. Und dann sollen sie auch mal alleine irgendwelche Flüchtlinge aufnehmen, die denn irgendwie durch ihr Handeln verursacht werden. Weil da haben wir dann nämlich nichts mehr mit zu tun. Also jedenfalls weniger. Gut, habe ich mich eigentlich schon wieder fast aufgeregt, aber... Das Ding ist im Kasten. Muss halt mal wieder sein. Einfach meine unmaßgebliche Meinung, die keiner hören will, aber die ich unbedingt loswerden muss. Tschüss. Bumpies um.